Das Mitte August 2021 auf Steam veröffentlichte Battle Royale-Action-Spiel Naraka Bladepoint des chinesischen Entwicklers 24 Entertainment ist in Deutschland noch recht unbekannt. In vielen anderen Ländern hingegen erfreut es sich bereits einiger Beliebtheit und wird von aktiven Spielern größtenteils sehr positiv bewertet. Wir haben uns das Fernost-Spektakel genauer angeschaut und erklären, was das Spiel auszeichnet, wie die Kämpfe funktionieren und wie man mit einfachen Mitteln schnelle Erfolge feiert. Der Einstieg. Nach einer kurzen Story-Zwischensequenz erlernt man in einem kurzen Tutorial die wichtigsten Steuerungsgrundlagen. Naraka Bladepoint ist ein Battle-Royale-Spiel mit dem bekannten Spielprinzip, das sich in einigen Spielelementen aber von der Konkurrenz unterscheidet. So ist das Gameplay stark auf Nahkampfelemente ausgerichtet, Shooter-Elemente sind zweitrangig. Ein weiterer Fokus des Spiels liegt auf Parcours. Mit Doppelsprüngen und Greifhaken gelangt man an höher gelegene Orte in den weitläufigen Levels. Die sieben Helden, von denen man sich vor jedem Match einen aussucht, verfügen zudem über diverse Spezialangriffe. Während der Matches findet man zusätzlich allerlei Hilfsmittel und Ausrüstungskisten, die einen für den Verlauf einer Partie mit Waffen, Rüstungen, Stärkungszaubern und Verbesserungen versorgen. Nach dem Tutorial geht es ab in den umfangreichen Figureneditor. Dort sucht man sich einen Helden aus und verändert sein Aussehen nach Belieben. Welche Details sich anpassen lassen, hängt immer auch von der Charakterwahl ab. Viper Ning, die Protagonistin des Tutorials, trägt in jedem Fall immer ihre charakteristische Augenbinde. Welcher der enthaltenen Helden aufgrund seiner Fähigkeiten und Stärken am besten zu einem passt, muss man natürlich erst einmal herausfinden. Dieses Ausprobieren ist Teil des Reizes des Spiels. Der Mönch Tianhai zum Beispiel kann sich dank seiner Ultimate-Fähigkeit für eine bestimmte Zeit in einen mächtigen Titanenkrieger verwandeln und ordentlich Schaden austeilen. Kürzlich bekamen Spieler von Naraka Bladepoint mit der Piratenkönigin Valda Zui den ersten neuen Helden spendiert. Im Gegensatz zu den anderen von Beginn an verfügbaren Figuren muss man die auf mächtige Wassermagie spezialisierte Kämpferin mit Spielwährung freischalten. Anschließend kann man mit ihren durchschlagskräftigen Spezialfähigkeiten herumexperimentieren. Abseits des Editors gibt es dank einer Vielzahl an Kostümen und Skins für die Waffen noch weitere Möglichkeiten, die Helden individuell zu gestalten. Dabei handelt es sich einerseits um optische Veränderungen. Andererseits gibt es aber auch Upgrades, die die Kampffähigkeiten der Figuren verbessern. Wenn man einen bestimmten Charakter besonders ausgiebig spielt, schaltet man diverse Verbesserungen frei. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Ab Erfahrungsstufe 4 darf man zudem Glyphen verwenden. Diese ermöglichen eine schnellere Heilung, höhere Sprünge und geben Boni auf wichtige Charakterwerte. Interessierte Spieler erwarten in Naraka Bladepoint verschiedene Spielmodi. Im erweiterten Tutorial und im freien Training vertieft man das Wissen übers Spiel und verbessert die erlernten Moves. In der Prüfung des Herolds geht man alleine oder im Dreierteam auf die Jagd, um in den Ranglisten aufzusteigen. Die besten Spieler treten im Krieg der Unsterblichen an. Im Modus Blutbad erwartet einen mit der Jagd auf die Top-Spieler einer Partie ein etwas anderer Spielablauf. Außerdem stehen einem hier alle Waffen des Spiels zur Verfügung. Wer erfolgreich spielt, erhält in allen Spielmodi Schatzkisten, in denen neue Kostüme und Waffenskins warten. Naraka Bladepoint ist kein Spiel, in dem man sich Erfolg erkaufen kann. Es kommt vielmehr darauf an, die Helden und ihre Fähigkeiten, die jeweiligen Waffenskills und die Levelbesonderheiten zu kennen und dieses Wissen anzuwenden. Man kann sich nur dann gegen andere Spieler durchsetzen, wenn man die Stärken und Schwächen von normalen Angriffen, Kontern, Fokusschlägen und Waffenkombos verinnerlicht und diese Kenntnisse in den Kämpfen umsetzt. Die Basisversion von Naraka Bladepoint ist für knapp 20 Euro auf Steam erhältlich.